Lock der Laudete und herzlich willkommen, ihr Freunde, zurück zu Stoxel. Hier im tiefsten Winter ist es jetzt soweit. Wir gucken uns jetzt unter anderem mal an, was die Gewächshäuser denn jetzt so wirklich gebracht haben. Und da kann ich sagen, die bringen echt viel. Erdbeeren haben wir hier im Winter und die wachsen tatsächlich auch prächtig. Tomaten wachsen auch. Das sind Sommergewächse, beides. Die wachsen im Winter unter diesem tollen Dach. Also, technisch erfüllt die Mod ihren Zweck. Optisch sieht das Ganze eher spartanisch aus, wenn man so möchte. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören, denn in dieser Folge soll es jetzt eigentlich nicht darum gehen. Wir wollten natürlich mal gucken. Das Ganze hier ist Kohl, nur mal so. Dann haben wir hier die tollen Futterspender. Die haben insgesamt 10 Einheiten drin oder können 10 Einheiten drin haben, haben aktuell noch 5. Da gibt es auch dieses Superfutter hier. Das habe ich... Moment, wo habe ich denn das? Habe ich das schon hier drin? Oh, ja, da, genau. Du drückst Pet Food. Eine Ladung von diesem Pet Food sind 10 Einheiten. Das ist schon sehr cool, muss ich an dieser Stelle mal sagen. So, darum wollen wir uns jetzt auch nicht unbedingt kümmern, um diese Steinchen hier. Ja, ich habe ein bisschen Hefe gekauft. Wollte mal gucken, wie man an Brot kommt. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Wollte ich jetzt aber auch nicht zwingend rausfinden. Zumindest im Moment nicht. So, Kohl weggebracht. Denn ich wollte mich um was anderes kümmern heute. Aber erstmal zeige ich euch noch eine Kleinigkeit, die ich in der Stadt verändert habe. Ist wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde das trotzdem relativ cool. Ist auch wieder per Einbindung einer Mod möglich. Und dann gehen wir... Ach, wir haben ja das Weihnachtsevent, beziehungsweise das Event hier halt. Das Winter-Event. Stimmt. Ihr seht es vielleicht schon. Life hat jetzt seine Tür in seinem Laden. Und nicht nur irgendeine Tür. Eine ganz tolle, sich selbst öffnende Schiebetür. Was sagst du dazu, Life? Okay. Dann, das kostet dich aber Geld, das ist dir klar. 196 Blütenblätter hat dich das jetzt gekostet. Für das Einbauen dieser Tür. Viermal dankt. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Wir können jetzt auch mal nach Hause gehen. Dann könnt ihr euch zeigen, was ich hier getan habe. Denn hier habe ich auch aktuell diese Tür im Schlafzimmer. Also eine andere. Das ist so ein bisschen japanisch angehaucht mit so einem Motiv drauf. Fand ich ganz cool. Ansonsten hat sich hier eigentlich nicht viel geändert. Außer, dass wir im Badezimmer halt auch noch so eine Schiebetür haben. Bisschen anders gestaltet die Tür. Ansonsten haben wir eigentlich nichts hier. Hier irgendwie die Suppen? Nein, die habe ich hier nicht. Irgendwas, was ich verkaufen kann. Ja, das können wir doch mal mitnehmen hier. Zack, zack, zack. Den Sirup nehmen wir jetzt auch mal mit. Und verkaufen den. So. Dann können wir den Honig eigentlich auch gleich mitnehmen, den verkaufen war. Das müsste ja auch so ein bisschen sein. Das sind 230 Honig. Nehmen wir mit. Denn ich möchte erstmal die Zeit so ein bisschen rumkriegen von diesem Tag hier. Ist ja ganz klar, das muss ja auch sein, ne? So, jetzt erstmal hier, zack, rein damit. Das sind 4800, 11.040, ja, das geht. Das bringt jetzt nicht ganz so viel, aber das hier wird viel bringen. 230 Honig. Wir sind jetzt bei 11.760 und landen bei 94.560. Das ist doch schon mal in Ordnung. Dafür kann man mal Honig produzieren lassen. Oder so, ne? Ich kann mich natürlich jetzt mal um die Tiere kümmern, schnell. Damit die genug fressen haben. Hier die Kühe jetzt vielleicht nicht, die Hühner und die Schweine aber. Jetzt ist schon wieder ein Saphir auf dem Boden. Auch nicht schlecht. So, zack. So, die Schweine. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass die uns nicht verhungern. Okay, tun sie gar nicht. Aber die Hühner, die verhungern doch immer. Ja, Futterspender ist leer, weiß ich. Achso, ja. Man sollte auch die richtige Taste drücken, natürlich. Das ging schnell. Die haben aber auch Hunger heute. Jetzt habe ich keinen Hühnerfutter mehr. Muss ich auch nachbestellen. Das machen wir am besten auch gleich mal. Dann bestellen wir da wieder 100 Pakete von und dann ist gut. Das war unter Futter. 100 Stück. So. 7000, das ist in Ordnung. Okidoki. Dann hatte ich gesagt, die Schweine, die waren auch nicht hungrig. Noch ein paar Tomaten, die können wir eigentlich vielleicht mal wieder auf den Tisch packen. Können wir nicht, ist voll, genau, da war ja was. Dafür ist ja der Kohl auf dem Feld, richtig. So, aber was ich jetzt in dieser Folge vorhabe, das kann ich euch mal verraten.
Denn ich habe euch ja schon mal gesagt, das Haus gefällt mir so irgendwie nicht mehr. Oder was heißt nicht mehr? Es gefällt mir einfach nicht so, wie es ist. Ich dachte eigentlich, ich kann mich damit anfreunden irgendwann. Mit Balken vielleicht das Ganze noch ein bisschen schicker machen, aber irgendwie klappt das nicht. Und deswegen werde ich jetzt hier an dieser Stelle mein neues Haus bauen. Und mal gucken, was ist da am Baum? Ach so, das war ein Bug. Hahaha. Verstehen Sie? Bugkäfer, Marienkäfer, egal. Ladybug halt auf Englisch. Aber egal. Also hier soll mein neues Haus sein. So hinter den Glaskästen hier, die erstmal da stehen. Die sollen nämlich im Endeffekt dann dahin, wo das Haus jetzt steht. Wie wir das hier alles abreißen, das werde ich wahrscheinlich alles offscreen machen, weil das ist echt viel Arbeit. Und das heißt viel Arbeit nicht, aber es dauert. Aber das Haus möchte ich ja so ein bisschen mit euch bauen. Ich werde auch bewusst hier kein Loch graben. Also ich habe jetzt hier übrigens so ein bisschen den Berg vollendet erstmal. Erstmal ein bisschen provisorisch. Es sieht halt noch nicht schön aus, sieht man hier auf der Karte. Das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht schön. Da wird das ja auch noch abgerundet und hier muss ich ja auch noch ein bisschen rum, sodass das halt hier so... Egal, wir werden es ja sehen. Oder ihr werdet es auch sehen, ich werde es auch sehen. Schön, wir sehen alles. Ist auch gut. Also hier soll mein Haus hinkommen. Werde ich auch bewusst eine Etage höher machen, das heißt, ich werde hier drauf bauen. Und dann entweder alles drumherum bauen oder es praktisch machen mit einem Eingang, also Treppeneingang quasi. Treppen habe ich ja genug rumfliegen. Daran soll es nicht scheitern. Ich habe auch schon alles Mögliche bestellt für den Grundriss erstmal. Türen, Fenster etc. habe ich ja alles, ne? Also so ist das ja nicht. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal schlafen. Ich hoffe zumindest, dass wir schon schlafen können. Na, es ist zu früh zum Schlafen. Das ist natürlich schade. Aber es müsste jetzt jeden Moment losgehen. Die Nacht müsste jetzt jeden Moment hereinbrechen. Und so ist es auch. Perfekt. Geht doch. Weiter mit Leer. Okay, es schneit wieder. Das ist gut. Und auch wenn es schneit, dann muss man hier drin nicht gießen. Und jetzt kann ich es euch mal richtig zeigen hier. Wie ihr seht, man muss hier auch nur einmal... ne? Also, was wollte ich jetzt sagen? Es klappt halt. Das sage ich euch jetzt einfach mal damit. Nicht, dass ihr mir jetzt nicht glaubt oder so. Nein, shit. Das war einmal zu viel. Na toll, egal. Können wir ja wieder anfangen. Habe ich die noch im Inventar, die Samen? Nein, habe ich nicht. Ist zwar nicht viel, was wir hier drin haben, aber immerhin etwas. Das Ganze geht natürlich auch mit den Erdbeeren. Die wachsen ja auch wunderschön nach, zum Glück. So und so und so. Da haben wir auch noch welche. Sollten das alle gewesen sein. Jetzt haben wir, wie viele Erdbeeren? 33 wieder eingesammelt. Es läuft, es läuft, es läuft. Ist doch wunderbar. Achso, ein bisschen Licht wollte ich da in die Kästen natürlich auch noch reinbringen, aber dafür wollte ich erstmal die finale Version von den Kästen haben. Mit Gewächshäusern. Also dauert das noch ein bisschen. Und jetzt haben wir alle grundlegenden Dateien quasi für das, was ich bauen will. So, jetzt füttern wir mal die hier zu Tode quasi. Ja, die Honigbienen sind fertig, haben Honig produziert, das ist schön. So, ist mir jetzt aber relativ egal. Ich möchte jetzt nämlich einfach mal meinen Grundriss bauen. Und das machen wir mit Stein von, achso, der ist schon da. Von diesem, ich habe mir erstmal 999 gekauft, ich dachte mal, das könnte vielleicht reichen. So, der Eingang soll sich natürlich hier befinden, auf Höhe von diesen zwei Blöcken. Da soll der Eingang hin. Zack. So, und fertig. Sind wir? Perfekt. Nein, natürlich nicht. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen abgegrenzt, damit man weiß, wo der Eingang ist. So. Jetzt soll das Ganze natürlich auch einen gewissen Grad von Chemie, von Chemie haben. Nein, von Symmetrie so ein bisschen. Denn... es soll wirklich gut sein und es soll dann auch mal für längere Zeit stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So,
7, 8, 9, 10, 11. Nein, 10. 10 reicht. Bei weitem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, genau. 10. So. So weit, so gut. Würde man sagen, wahrscheinlich. Jetzt geht das Ganze natürlich nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sollte eigentlich reichen. Jetzt müssen wir ja 22 in diese Richtung hier haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach nur geradeaus rüber und dann sind wir auch schon da. Das klappt perfekt. Wunderbar. So. Und jetzt zeige ich euch, was ich damit vorhabe. Also so ungefähr. Diese Steine, die sollen meine Grundform werden quasi. Also hier unten rum sollen diese Steine gesetzt werden. Auf einer Höhe von 2 Block. Ganz einfach, weil das Gebäude ja eh ein Tick höher ist. Als der Boden quasi. Ne, also... Ihr werdet schon sehen, was ich meine. La 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 la. So. Das heißt, hier soll eigentlich noch eine Treppe hin quasi, also davor. Dann soll darauf nämlich, oder sollen darauf nämlich diese gelben Blöcke irgendwie so, ne, bla bla bla. Aber warte mal. Jetzt vielleicht doch einen Fehler gemacht. Ich muss jetzt gerade mal was gucken, ob ich nicht doch den Fehler gemacht habe. Ja. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht. Denn hier drauf sollen jetzt eigentlich die Fenster. So, das heißt, wir haben hier einfach nur ein... Ja, das ist ja nicht schlimm. Können wir ja so machen, ist ja kein Problem. Genau, das muss nämlich ein höher. So. Siehst du mal, guckst du mal an. Sieht man im Nachhinein ja auch nicht mehr. Zum Glück. Wäre auch ein bisschen doof. Ja gut, das würde man sehen, natürlich. Deswegen reißen wir das auch ganz schnell wieder ab und machen das so. Ne, gut. Ihr merkt schon, das könnte wieder eine etwas längere Staxelfolge werden. Hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm für euch. Aber ich möchte euch halt wenigstens den Grundriss so ein bisschen erklären, was ich so vorhabe. Und den Rest des Hauses bauen wir dann in der nächsten Folge. Denn das Haus, habe ich mir gedacht, baust du mal nicht alleine, baust du mal zusammen mit deinen netten Zuschauern. Und dann geht das auch schon ganz gut so los. Das war jetzt ein totaler Mistsatz irgendwie, aber egal. So. Also ihr seht hoffentlich, was ich ungefähr vorhabe. Hoffe ich. Und ungefähr. Jetzt gucken wir uns das gleich mal an, wie das von vorne ausschaut. So, so soll das aussehen. Und dann halt darauf jetzt die Fenster auf die gelben und so weiter und so fort. Da können wir uns jetzt schon mal ein Fenster klauen oder zwei. Hep, erstmal die hier. Klauen wir uns mal die zwei Fenster hier. Die sind eh unwichtig und so kann ich jetzt auch hier schneller rein und raus. Ist doch perfekt. So, Fenster, Fenster, Fenster. Für die Tomaten, die brauchen wir eh nicht. Aktuell, so, dass dann quasi hier die Fenster drauf kommen. Södele. Und dann seht ihr schon, was ich meine. So, eigentlich können wir die fast da lassen, aber nur fast. Denn jetzt habe ich entweder die Idee, das Ganze so ein bisschen amerikanisch nach vorne zu ziehen oder eine Veranda davor bauen. Ich möchte mich gerne für die Veranda entscheiden,
Was bedeuten würde, dass wir hier ein bisschen zumachen müssen. Was aber auch bedeutet, dass das Ganze hier weiter nach vorne gezogen wird. Und hier so eine kleine Veranda bekommt. So. Typisch amerikanisches Haus quasi. Mit so ein bisschen Veranda. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir darüber haben. 1, 2, 3, 4 sind hier. Hier müssen es auch 4 sein, ne? Jawohl, 4 sind es hier und 4 sind es hier. Perfekt. Dann können wir jetzt hier noch eins nach vorne. Und keine Angst, ich weiß, dass es da unten hohl ist. Aber es ist ja kein Minecraft, da würden jetzt keine Monster spawnen. Wäre sowieso für Minecraft auch ein bisschen zu niedrig, um Monster spawnen zu lassen. So. Dann machen wir das nämlich jetzt. Ist gar nicht mehr so leicht. Genau, so machen wir das. So eine Art Verkleidung, wo dann später das Geländer drauf kommt. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich weiß es noch nicht. Aber es könnte ja sein, dass es eine gute Idee ist. Machen wir erstmal bis hier und dann 1, 2 freilassen natürlich für die Treppe. Dann weiter. So, dann habt ihr schon mal so eine grobe Idee, was ich mache. Vielleicht sogar mehr als eine grobe Idee. Vielleicht habt ihr schon sogar das Haus im Kopf und ich habe es noch nicht gebaut. Das wäre natürlich geil. Ja, was ich euch jetzt noch schnell zeige, ist dann halt, wie ich jetzt, oder wie ich das mache, ja. Das ist jetzt nicht so spannend, aber was ich mache, ist vielleicht ein bisschen interessanter. So, den packen wir erstmal dahin. Ja, auf jeden Fall viel zu viel von diesen... Ah, okay, wir müssen neue Steine nachlegen. Habe ich noch welche im Inventar? Ja, 32. Aber warte mal, ich kann ja dahin. Schon wieder so viele losgeworden von denen, ey. Das ist krass. Okay. Egal. Egal, egal. Ach, ich bin noch extra hier rein. Ich wollte was holen. Ich wollte holen. Das hier. Das Terrassengeländer. Und des Weiteren wollte ich holen. Ich finde es nicht. Was wollte ich denn jetzt überhaupt holen? Ach ja. Genau, Stufen. Dann nehmen wir die... Nee, Red Full ist ja Quatsch. Ich habe gar keine Stufen. Also keine Dings. Also schon, nein, das ist auch voll. Red Full ist ja Quatsch. Dach. Was nehmen wir denn da eigentlich? Was wird denn passen? So farblich. Ja gut, das würde passen, ne? Hm. Wir nehmen einfach mal das hier. Ich glaube, 4 brauchen wir. Wir nehmen mal 6 vorsichtshalber mit. Ihr kennt das ja. Sicherheit geht vor. Hier immer ein bisschen mehr bestellen als nötig. Aber jetzt kann man wenigstens das Geländer hier schon mal platzieren. Yep. So. Ich habe 11 Stück Geländer. Echt jetzt? Okay. So soll es sein. Und so sieht man wenigstens schon mal die eine Seite, wie es werden soll. Das ist doch schon mal ganz gut. Es sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Ja, so können wir das eigentlich lassen. Dann machen wir jetzt gleich so weiter. Bestellen wir natürlich noch was vor dem hohen Terrassengeländer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auch in der nächsten Folge erst wieder. Weil, so, die Folge geht schon lang genug. Hohes... Egal, der... Was ist das denn? Ein Fensterrahmen. Ach, Terrarium haben wir natürlich auch. Gekochter Reis. Ach, guck mal, Fensterrahmen. Aber das brauchen wir. Wir brauchen davon 10 Stück waren das auf der einen Seite. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 9. Bestellen dafür mal einfach 10. Haben wir noch eins in Reserve. In Reserve vor allen Dingen. Und wir Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie ich so mein Haus anfange, jetzt mein zweites mittlerweile... Und natürlich auch für den Greenhouse-Mod. Gebt mal einen Daumen nach oben da ab. Lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Stoxel übermorgen wieder. Einen wunderschönen Tag euch noch. Bis dann, euer Teddy Gun und ciao.